Dankeschön. Die Ohrringe sind von Luisa. Dankeschön, Raffard. Rafael. Danke. Und meine Haare fühlen sich so weich an. Wow. Ich mache ein bisschen Haarparfum drauf. Mir geht's gut, dankeschön. Ich hoffe, es geht euch auch gut. Warte! Geht grad nicht. Nobody said it was easy. Oh, sehr cool, Anni. Ja, ich versuche immer zu antworten. Das freut mich. Das freut mich wirklich, wenn ihr euch darüber freut. Ich wohne in Rostock. Will zum Strand mit dem Auto unter 10 Minuten. Yeah. Genau. Ich muss unbedingt hier in dem Raum aufräumen. Unsere Wohnung ist jetzt aufgeräumt, aber der Raum ist richtig schlimm. Strand in Deutschland ist surreal. Echt? Für mich ist Strand in Deutschland schon immer so das Normalste der Welt, weil ich halt an der Nordsee aufgewachsen bin. Also ich habe da nicht gewohnt, aber ich war halt jede Ferien an der Nordsee. Für mich ist so Strand in Deutschland so richtig, richtig normal. Echt? Voll viele haben das mal gesagt. So, manche Leute meinten auch so, Deutschland ein Strand. meine Armbänder. Ja, ich bin deutsch. Kannst ein. Unser Bett ist nicht schön, ne? Unser Bett ist eigentlich türkis, so grau-türkis. Ich habe das nur überzogen mit einem Überzug. Deswegen. Also ich würde unser Bett eigentlich nicht empfehlen, weil das keine zeitlose Farbe hat. Wir wollen auch ein neues Bett. Also nein, kann ich nicht empfehlen. Also die Form ist ganz cool, aber die Farbe finde ich halt gar nicht schön. Aber mein Freund hatte erst, als er alleine gewohnt hat, hatte er so ein bisschen so ein Vibe von Schwarz und so grau-türkis. Und da hat es halt reingepasst. Aber jetzt nicht mehr. Gibt auch Leute, die noch nie im Meer waren in Deutschland. Kapiere ich nicht. Ja, I don't know. Ich glaube halt vor allem Leute, die so. Also ich glaube so Leute, die aus NRW zum Beispiel kommen. Oder halt die nah an Niederlanden vielleicht sind. Oder so. Oder Hamburg halt, die waren immer am Meer, weil die ja in der Nähe wohnen. Aber vielleicht so Leute, die so wirklich gar nicht da irgendwie aus der Nähe kommen. Dankeschön. Ich komme aus NRW. Ich komme aus Süden von Deutschland. Ja, genau. Das meinte ich auch. Also, dass halt so Süddeutschland vielleicht halt eher nicht ans Meer fährt, weil das schon nochmal ein Stück weiter ist. Und ja, da hast du halt nur Seen und sowas. Ich komme auch aus NRW, war noch nie am Strand. Das ist crazy. Ich meine, das ist gar nicht böse oder so, aber das ist insane für mich, wie man noch nie in Deutschland am Strand gewesen sein kann. Also, es ist ja eigentlich so. Keine Ahnung. Also, klar, in den Niederlanden ist es nicht Deutschland. Aber so echt nicht Nordsee? Huch, finde ich crazy. Fahren wir nach Italien. Ja, ist ja auch mega geil. Aber so, keine Ahnung, das wäre für mich so voll weird in meinem Kopf, wenn ich noch nie in der Nordsee oder so gewesen wäre. Aber ich meine, manche Leute machen da halt einfach nicht Urlaub. Nee, ich habe keine Sorge, weil das nicht runterrutschen kann. Ich bin aus Hamburg, aber fühle Ostsee und Nordsee nicht so. Ich finde es schon cool. Also ich bin zwar. Ich bin zwar auch lieber im Süden, klar, aber es ist richtig schön an manchen Stellen. Für mich ist Italien Strand näher als Ostsee oder Nordsee. Also okay, dann macht's Sinn. Danke, Lali. Nobody said it was easy. No. Hello. Hallo, hallo. Wie geht's euch so? Hallo. Dankeschön für eure Follows. Ich weiß nicht, was ich heute anziehe. Mal schauen. Ich gehe jetzt gleich zum Strand mit meinem Freund. Ist 18 und 22 machbar? Ja, finde ich. Also, ich finde es immer so ein bisschen blöd mit so gerade 18, aber ich finde es okay. Also. Ich finde es in Ordnung.
Muss ich, also ich persönlich fand es in Ordnung. Wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen? Heute, genau heute, 4 Jahre und 9 Monate. Ich benutze von Essence die Lash Without Limits Mascara. Ja, ich bin an sich schon ledig, weil ich glaube, ledig ist ja, wenn man nicht verheiratet ist, aber ich lebe mit meinem Freund zusammen. Also ich bin in einer Beziehung. Ich schreibe Hausarbeiten erstmal nur. Aber dauert noch. Grad sind es 20 Grad, aber es werden heute 25 Grad. Ja. Genau. Genau. Dankeschön für eure Follows. Danke, danke. Nee, ich komme gebürtig aus Dortmund. Ich bin auch in Dortmund aufgewachsen. Ich lebe erst seit August in Rostock. Ist sehr schön. Dankeschön. Danke, danke. Nobody said it was easy. Danke für eure Follows. Meine Ohrringe sind von Luisa. Ja, mir gefällt es ganz gut, aber ich könnte mir, glaube ich, nicht vorstellen, hier für immer zu bleiben. Weil so ein bisschen Mentalität schon anders ist. Also jetzt nicht unbedingt negativ, aber halt anders. Ja. Ja, ich habe Uni-Freunde, mit denen ich Privatsachen mache. 2, 3. Mein Freund hat ein Angebot von Hansa Rostock bekommen, 2022, und ist dann hier hingezogen. Und ich bin dann nach dem Abitur einfach dazugezogen. Nee, die sind gar nicht schwer, die Ohrringe. Also finde ich nicht. Super easy. Easy. Dankeschön für eure Follows. Danke, danke. Nobody said it was easy. Dankeschön. Hello, hello. Ich gehe jetzt gleich zum Strand. Dankeschön, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Meine erste Designer-Handtasche war die Prada Re-Edition 2005. Schuhe. So 12 Schuhe, würde ich sagen. Ich habe 7 Paar Adidas. Ein paar Alexander McQueen, ein paar Doc Martens. Moonboots, Axe. Ja, so 12 würde ich ungefähr sagen. Ja.